Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Und diese Veranstaltung machen wir wie immer mit Heiko Behrendt. Danke, Heiko, dass du für uns wieder die Zeit gefunden hast heute und vor allen Dingen die Lust. Und natürlich vielen Dank an alle, die heute hier bei uns live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso-Netto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer schauen wir uns zunächst einmal den Risikohinweis an, denn auch dieses Event dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ganz wichtig, unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Auch wenn der Heiko das eine oder andere Setup heute zeigt oder sogar auch Trades eingeht. Gut, dann Heiko, übergebe ich dir gerne den Bildschirm, überlasse dir die Bühne. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß mit dem Markt heute, aber ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Supi, dann gehen wir als erstes mal auf den Bildschirm. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Future Handel mit dem Stereo Trader vor allem natürlich auch und mit dem tollen Angebot, was FX Flat ja mit einer der ganz, ganz wenigen Broker hier in Deutschland, der auf die Beine gestellt hat, dass man dort auch Futures handeln kann. Jedes Produkt hat die entsprechenden Vor- als auch Nachteile. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Nehmt gerne an dem Webinar dran teil. Ich habe die Fragen mit im Blick hier, wenn was sein sollte. Ansonsten, wer vielleicht hier neu ist und das Format noch nicht kennt, es war jetzt nicht immer so, aber in der meisten Zahl der Fälle ist es so, Anzahl der Fälle, dass es einen kleinen Ausbildungsanteil gibt bis zum US-Handelsstart, damit man halt auch sowas mitnehmen kann, wenn jetzt der Markt halt nicht entsprechend ist. Und dann schauen wir uns die Eröffnung an, mal gucken, ob es einen Trade gibt. Und wie gesagt, der Nelson hat ja auf das Risiko schon hingewiesen, wenn ich handel, das nicht nachmachen. Oder halt nur nachmachen, wenn man für sich eine ähnliche Idee hatte und dann auch mit den Konsequenzen leben kann, wenn es halt kein Gewinntrade wird. Ja. So. Ja, wenn es ein Gewinntrade ist, wären wir ja immer alle gerne dabei. Beim Verlust will halt ja immer keiner dabei sein. Ja. Gut, was ich mir heute als Thema mal hergenommen habe, weil es auch letztens in einem Gespräch von jemandem mitbekommen habe, so ganz kurz von der Idee zum Trade. Da soll es heute drum gehen und wir schauen uns das Ganze mal an und fangen mal hier an mit dem Ausbildungsanteil. Von der Idee zum Trade. Damit ist gemeint, wir schauen uns als erstes mal so ein bisschen die Theorie an. Wie sollte man dann vielleicht so seinen Tag auch starten? Ich will das jetzt nicht ganz so ausführlich machen, aber so 10 Minuten haben wir ja dafür Zeit. Also in der Theorie mache ich erstmal Folgendes, bevor es dann in die Praxis geht. Also mit Praxis dann gemeint das richtige Trading dann am Ende. Was ich jedem empfehlen kann, ist immer mal noch einen Rückblick auf den Vortag zu machen. Also zum einen auch herzugehen, wenn man es nicht am Abend gemacht hat. Wie lief denn der Tag überhaupt bei einem? Haben die Märkte sich so bewegt, wie man das vermutet hatte? Oder ist es komplett anders gelaufen? Also damit man so ein bisschen auch immer, wenn man dann auch wieder einen Vorausblick macht, dass man dann immer sich so ein bisschen schauen kann, wie ist man gerade so in den Märkten drinne. Denn ich stelle auch immer wieder fest, auch bei Leuten, die gerade mit dem Trading anfangen, dass sie halt einen gewissen Zustand kennen. Ja, welche, die jetzt erst am Jahresanfang zum Beispiel in die Märkte reingekommen sind, haben gesehen, dass die Märkte seit Jahresanfang nur gestiegen sind. Die haben es jetzt ja eher schwer, dann vielleicht mit fallenden Kursen umzugehen, ja, und suchen halt die Long Trades, ja, oder die ganzen Trader, die halt über die Jahre hinweg jetzt immer beide Dip gemacht haben und jetzt kommt mal so eine größere Korrektur. Ja, also das heißt, Märkte verändern sich und wenn man halt merkt, dass das, was man denkt und das, was wirklich war, weicht ab, da hilft halt auch ein ehrlicher Rückblick immer wieder. Und das seht ihr eigentlich auch bei ganz vielen Coaches oder Leuten, die halt in der Öffentlichkeit sozusagen ihr Trading auch zeigen, unter anderem auch der Dirk Hülker, der halt den Stereo Trader entwickelt hat und auch er macht immer erstmal einen Rückblick, bevor es dann in den Ausblick geht, also das ist immer das, was man halt machen sollte. Dann als nächstes empfiehlt sich natürlich so die News und Termine zu checken, die anstehen, zum Beispiel heute
Ist ja nur noch mal um 16:30 Uhr. Aber da sind wir eigentlich schon durch. Kommen noch mal die Rohöllagerbestände und um 20 Uhr, das wird sicherlich heute Abend noch mal wichtig werden, wer abends halt handelt. Denn das Fett-Beige-Book, was noch mal für Volatilität sorgen kann, also das sollte man halt gucken. Denn auch über den Tag, wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt aktuell so geopolitische News waren, kann man vielleicht die eine oder andere Bewegung zu solchen News dann auch in Verbindung setzen, ja, wenn es belastende oder entlastende News gibt. Und dann in der Theorie, das mache ich dann immer danach und da gehen wir dann auch gleich drauf nochmal ein, so ein bisschen ein Szenario erstellen oder Szenarien erstellen, was erwarte ich dann als Ausblick heute von dem Markt, den ich handle, sei es der Dow, der Nasdaq, S&P, whatever. Ja. So, und das heißt, ich erstelle dann immer die Szenarien, das gehen wir nachher auch noch durch, das Ganze. Nämlich vom Top-Down-Analyse nutze ich dort. Sprich, ich gehe halt, man kann ja am Anfang der Woche in den Wochenchart reingehen. Normalerweise ändert sich da jetzt nicht so viel. Dann geht man in Tageschart, Stundenchart, 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, welche Zeitrahmen ihr auch immer nutzt. Das sind so meine typischen Zeitrahmen, die ich nutze. Der eine oder andere schiebt dann noch einen 4-Stunden-Chart dazwischen, ein anderer wieder einen 30-Minuten-Chart. In USA hätte ich eigentlich eher schreiben sollen, gucke ich schon auch immer mal auf den 30-Minuten-Chart, weil es für die US-Börsen eigentlich der bessere Chart ist. Denn der passt am besten in den Handelstag hinein, weil ja die US-Börsen ja um 15:30 Uhr beginnen. Also in USA nutze ich so Wechsel H1 M30. Ja. Gut, spätestens wenn ja die erste Stunde rum ist, dann ist es ja fast egal. Gut, das soweit zur Theorie. Also das würde ich immer Rückblick und Ausblick theoretischer Natur machen. Was ist auch vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, bei den Szenarien erstellen geht es so ein bisschen so Gedanken darum zu machen. Das versuche ich in meinem Ausblick, den ich ja nicht mehr jeden Morgen. Da hat sich ja auch was geändert. Habe ja jetzt ein bisschen mehr Freizeit, also dreimal die Woche jetzt aktuell noch. Wo ich den DAX am Morgen analysiere, da geht es auch bei den Szenarien eher darum zu sagen, was ist sozusagen der wahrscheinlichste oder der mit hoher Wahrscheinlichkeit der folgende Verlauf? Also kann der Abwärtstrend im DAX gebrochen werden? Und wenn nicht, wie weit könnte die Erholung stattfinden? Wie weit könnte es vielleicht nach unten gehen? Dass man so ein bisschen sich da so versucht reinzudenken in das aktuelle Game, was an den Märkten gerade gehandelt wird. Ja. Und sich da weniger von seiner persönlichen Meinung dann halt leiten lässt. Ja. Gut. Dann, wenn man natürlich die Szenarien erstellt hat, ich vergleiche das so ein bisschen, auch wenn man jetzt mal ein praktisches oder ein bildliches Beispiel braucht. Ja, man erstellt sich bei einem Fußballspiel, man kennt den nächsten Gegner, man macht eine Videoanalyse, ja, also auch einen Rückblick, wie spielt der Gegner typischerweise, wo können wir die Abwehr knacken, wie laufen die Stürmer, wie bauen die ihr Spiel halt auf und dann sucht man ja davon, aus diesen Möglichkeiten, die man dort sieht, ja, erstellt man ja einen eigenen Spielplan für sich, wie man gerne gegen diesen Gegner, der jetzt kommt, dann spielen möchte. Das ist aber auch alles nur Theorie, weil natürlich kann es sein, dass plötzlich in den ersten 10 Sekunden durch irgendwas halt ein Tor fällt und ich liege hinten oder ich schaffe es halt, weil ich mich gut vorbereitet habe, sehr schnell ein Tor zu schießen. Und darauf muss ich dann reagieren. Und es kann ja auch sein, dass die Mannschaft der Gegner ganz anders reinkommt, als man das erwartet hat. Ja, und deswegen, also an der Stelle, das ist nur die Theorie. In der Praxis geht es dann darum, das gehen wir uns dann, schauen wir uns dann auch gleich an, kommt der Markt eigentlich so rein, wie ich das erwartet habe? Mal als Beispiel, man denkt vielleicht heute Morgen im DAX jetzt oder jetzt auch in den US-Börsen, ja, wenn die reinkommen, der Markt kracht jetzt massiv nach unten. So. Das ist so mein persönlicher Gedanke. Plötzlich sieht man, dass die erste Stunde der Markt wie doof nach oben geht, ja, und gar nicht so reinkommt, wie ich das von meiner Analyse her erwartet habe. Dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann mich halt umdrehen, weil ich ein alternatives Szenario für steigende Kurse noch habe und gehe das mit, oder ich warte halt ab, bis dann zu einem späteren Zeitpunkt das Szenario eventuell noch eintritt. Ja, oder wenn ich halt damit gar nichts anfangen kann, dann verschwinde ich am besten vom Markt, weil dann versuchen, in einer Struktur zu handeln, in der man keinen Vorteil sieht, macht es auch keinen Sinn zu handeln.
meistens ist es dann eher ein Verlust. Ein ganz typischer Tag war gestern der Nasdaq. Also ich war so froh, dass ich gestern, weiß nicht, glaube ich, so gegen 16 Uhr oder so, habe ich gestern den Bildschirm verlassen. Ja. So. Also das halt zu schauen, und werden wir uns auch gleich anschauen, was ich für eine Erwartungshaltung heute habe, ob die so reinkommt, wie ich mir das denke, oder ob sie komplett anders halt ist. Ja. Dann halt auch zu schauen, wie verhält sich der Markt innerhalb der geplanten Szenarien. Also hält er sich an Grenzen, respektiert er die nicht, was man sich da in seiner Theorie da ausgedacht hat. Oder gibt es halt so ein bisschen Schweinerei, dass prinzipiell der Markt hält sich dran, aber trotzdem tut er gewisse Marken halt über denen. Darauf ist dann zu achten, ja. Und dann kriegt man so vielleicht auch ein Gefühl für die aktuelle Marktstruktur heute oder von den Akteuren, die da aktiv sind. Ja, und kann dann hier entsprechend dann überlegen, ob man denn da mitmacht oder halt nicht. Ja. Genau. Ah, hier ist jemand noch bei von Discord dabei. Ja, ich hatte den Link in Discord reingestellt, weil der Andreas das jetzt nicht mehr live übertragen kann, was er sonst noch bei Twitch übertragen hat. Deswegen habe ich jetzt den noch schnell zum Start reingestellt, den Link. Gut. Und wenn er sich, also wenn halt alles passend ist, ja, dann ist in letzter Konsequenz, habe ich eine Struktur, ich habe ein Setup, also ein Regelwerk, was dann heißt, das handle ich. Und dann handelt man das und dann gibt es halt entweder einen Gewinn oder einen Verlust, weil klar, schlussendlich, ist egal wie gut ich mich vorbereite, ich kann trotzdem nicht wissen, also ich zumindest habe es noch nicht rausgefunden in über 20 Jahren, zu sagen, der Trade wird einen Gewinn oder einen Verlust. Natürlich wünschte man sich, dass jeder Trade einen Gewinn wird, aber das liegt leider nicht in unserer Macht, denn wir sind nur, wir heften uns am Ende ja nur an der Bewegung oder dem Auf und Ab des Marktes dran und können halt aufgrund unserer eigenen Erfahrung sagen, gut, bis dahin kann es gehen, da kann ich einen Trade aufbauen, hier kann ich das Risiko verkleinern, vergrößern, whatever. Also da ist es schon so, da bedarf es dann einfach auch ein bisschen Erfahrung, logischerweise, und auch Zeit, vor allem auch Zeit, dass man halt gewisse Situationen hier am Markt schon auch erlebt hat, damit man davon dann auch wieder zerren kann. Also das, was ich noch nicht erlebt habe, ja, also daran kann ich auch sozusagen, habe ich einfach keine Daten dazu. Ja, und wenn ich das erste Mal einen Gewinntag halt habe mit 100% Trefferquote, ja, ist das halt genauso ein neuer Datensatz, wie wenn ich halt an einem Tag halt, keine Ahnung, das Doppelte von meinem eigentlichen Verlust erleide. Ja. Was ich mir als Ziel gesetzt hatte oder als Maximumverlust. Gut, mal gucken, was der Markt uns heute gibt. Dann schauen wir uns mal nochmal schnell an. Wie sieht es denn so als Beispiel aus, wenn eine Trading-Idee halt aufgeht? Ich habe jetzt nicht den Nasdaq hier genommen, den ich nachher mir anschaue, sondern ich habe hier jetzt mal den DAX von heute genommen. Und da ist eigentlich jetzt hier nur in Grau eingezeichnet ein Widerstandsbereich, der für mich heute relevant war, der als Grau hier eingezeichnet. Der setzt sich ab aus dem Tageshoch von gestern und noch ein bisschen höher. Hier ist noch ein altes Wochenhoch mit 17.887 und dann seht ihr hier mit 17.893, da seht ihr, habe ich nochmal blau, braun ist die Farbe. Nochmal das Gap Close, und das war der Widerstandsbereich, der für mich heute relevant war. Und im besten Falle sollte der Markt Maximum dorthin laufen und dann dort wieder runter. Ob er jetzt von dort aus jetzt weiter runter geht oder jetzt wieder hier wieder hoch geht, das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Ja, aber von der Struktur her ist es jetzt erstmal ein Aufwärtstrend gewesen, der korrigiert wurde, und von mir aus darf der Markt hier auch dann weiter hochgehen. Ja. Das ist so ein Szenario, was man sich am Morgen, also ich mir zumindest am Morgen aufstelle, das sehe und dann versuche zu handeln. Ja, heute Morgen war auch interessant hier, dass der Markt halt diesen Widerstandsbereich erstmal reagiert hat. Klar ist er jetzt nicht weiter nach unten gefallen, aber es hat trotzdem gereicht, um sich seine 10, 20 Punkte da mitzunehmen. Und dann ging es halt hier im Trend halt wieder nach oben. Und dann hatte man schon wieder das Gefühl, ja, vielleicht dann zu sehen, oh Mann, irgendwie sieht das genauso aus wie am Montag. Am Montag ging das auch so langsam und stetig nach oben, ja. Und dann hat der Markt hier auch da, wenn ich hier das nochmal so rausholen darf, an diesem Punkt hier, ja, so gut reagiert, der jetzt so überblendet ist.
Aber an dem Tag ist so vom Vortag, klar ist jetzt kein großes Hexenwerk, dass der Markt da mal reagiert, aber hat denn schon gepasst, also dass man halt sagen kann, okay, für einen Long Trade vielleicht auch, ich stelle, wenn dann mein Trade in der Nähe vom Tageshoch, vom Vortag halt glatt, so als Beispiel. Gut, wenn es halt nicht passt, zumindest für mich, weiß nicht, wie ihr gestern gehandelt habt, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie ihr so gehandelt habt oder ob ihr überhaupt gehandelt habt, also im Nasdaq vor allem, wo ich jetzt da, also das ist der Nasdaq von gestern. Ich habe hier das nochmal so ein bisschen breiter gefasst, weil wir sind ja am Montag relativ stark nach unten gefallen. Ja, kann man da auch mal rot machen. Sind wir stark nach unten gefallen und dann war jetzt die Frage, was passiert am Folgetag, aber dass da sowas draus kommt, ganz ehrlich. In der Vorbörse, okay, das mag vielleicht noch okay sein zu sagen, okay, das ist jetzt so eine Art Doppeltief, also der erreicht ein Tief und steigt dann nach oben, geht hier über das Hoch drüber, fällt dann wieder, dann kam die Eröffnung, wildes Hin- und Hergeballer. Dreimal, oder man sieht ja Haufen Lunden, markiere ich mal grün das Ganze hier, man sieht ja Haufen Lunden, aber dann muss er halt trotzdem nochmal eine Etage tiefer gehen, nochmal 10, 15 Punkte tiefer, um dann erst zu steigen. Dann bricht er halt auch das bis dahin gemachte Intraday hoch, nur leicht drüber und sofort wieder runter. Dann hält er halt irgendwo an. Gut, wenn man so will, kann man sagen, gut, der hält ja am Vortagestief an und dann steigt er halt wieder nach oben. Also ihr seht, also ich fand, also ganz hässlich, so überlagernder, da stetig überlagernde Kerzen, mal große Kerze, mal kleine Kerze. Also für mich zumindest extrem nervig, weil von der Struktur her nicht handelbar und am Ende ganz froh war, dass ich auch nicht da war. Genauso dann plötzlich dann, ich glaube, mit Paul war das gestern einmal 5 Minuten oder 3 Minuten hoch und dann direkt halt wieder runter, also auch genauso nervig. Gut, deswegen, wenn ich jetzt mir die Story jetzt im Rückblick von gestern anschaue, dann weiß ich gar nicht, was das heute werden soll. Also wie soll der Markt heute eine schöne oder kriegt er es hin, eine bessere Struktur abzuliefern als gestern bei dem Chaos, was da war im Chart? Das Orderbuch war gestern extrem dünn und ist auch heute schon weit, also heute auch nicht wirklich viel dicker. Also auf die nächsten Levels liegen relativ wenig Kontrakte, sprich der Markt kann innerhalb von Sekunden teilweise 5 bis 10 Punkte im Nasdaq Future schnippen. Weil halt das Orderbuch so dünn ist und sobald halt eine Market Order reinkommt, schnippt der Markt halt dann innerhalb von 5 Sekunden 10 Punkte oder vielleicht sogar manchmal sogar mehr. Also da muss man halt dann auch aufpassen, weil wenn wir auch sagen, innerhalb von einer Sekunde 3, 4 Punkte, dann ist das halt auch der Spread, weil wenn ich Market einsteige, dann kriege ich wahrscheinlich nicht den besten Kurs. Bin ja kein Algo, sondern eher den schlechtesten Kurs, der innerhalb einer einzigen Sekunde geliefert wird. Ja. Außer ich handle halt limitiert. Gut, das soweit zum Ausbildungsanteil für heute. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann lasst es mich gerne wissen. Ja. Ach so, hier kam jetzt gerade eine Frage. Okay, wartet, habe ich gerade gesehen. Ja, zwei, mehrere Fragen sogar. Der Marco schreibt, er handelt aktuell mehr den Dow, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Hatte ich auch jetzt auch überlegt, ob ich mir den Dow Future mal herhole und den vielleicht handle, aber ja, ich bin da halt auch so ein bisschen eingefahren manchmal. Und wobei ich mir, wenn man sich gestern den Dow auch anguckt, klar, ich hatte mir gestern auch mal das Live-Trading auch vom Dirk angeguckt, ja, wenn der Markt dann halt doch zur Eröffnung zumindest eine schöne Bewegung macht und aber trotzdem, das war ja auch ein wildes Geeier gestern. Die Range war da ein bisschen besser als das Chaos, was hier am Nasdaq war. Aber ganz klar, ist auf alle Fälle eine Idee, da auch immer mal hin und her zu wechseln. Ja, oder zu sagen, ich schaue mir das an und wechsle halt auch mal den Markt. Ja. Gut, wenn heute der Markt jetzt hier nicht wird, dann mache ich halt keinen Trade, aber ich wollte jetzt nicht extra hier alles umgestalten vom Desktop her, weil ich den Dow und das wäre jetzt auch doof. Also mein letzter Dow-Trade ist wahrscheinlich 5 Jahre her. So. Deswegen macht es jetzt für mich keinen Sinn und also für mich jetzt aktuell dann kein oder ich bin nicht bereit, jetzt deswegen den Markt zu wechseln. Ja, also von daher, aber jeder, der halt merkt oder der es so wechseln kann, sollte dann halt auch wechseln und man kann ja auch wieder zurückgehen. Ja.
Gut. Was? Dann, Du hast ja. viel den DAO gehandelt, oder? Habe ich das richtig Ich erinnert? habe den Cool. DAO, ja, also ich habe den DAO so 10 Jahre lang gehandelt, würde ich jetzt mal sagen, und auch relativ gut, aber dann so gab es die letzten 2 Jahre von dem Handel, war es halt so, dass der Markt kaum eines meiner Setups halt umgesetzt hatte, was ich bis dahin gehandelt habe. So, und dann ist halt die Frage, suche ich mir jetzt neue Setups, neue Regelwerke, oder schaue ich mal, ob vielleicht in anderen Märkten meine Setups, die ich halt habe, also meine Regelwerke, die ich kenne, gut umgesetzt werden. Und das war dann so der Bereich, oder es war dann, da ist dann der Bruch entstanden, wo ich dann vom DAO weg bin, und im Nasdaq hat es mir besser gefallen. So, jetzt natürlich durfte ich dann aber auch erfahren, dass der Nasdaq halt auch manchmal ein ziemlicher Schweinehund sein kann. Also auch da, wenn man dann jeden Tag natürlich dann den Markt handelt, dann kriegt man halt auch mit, wie der einen auch ausdoppen kann, genauso fies, wie es auch im DAO ist. Also, aber prinzipiell, wenn man dann so über ein Jahr hinweg merkt, dass man mehr schlecht als recht in so einem Markt handelt, dann ist halt prinzipiell die Überlegung da, dass man sich verändern muss. Entweder von den Seiten der Setups her ist eine Möglichkeit, oder vielleicht andere Märkte. So, das sind halt erstmal so die beiden Möglichkeiten, die mir da gegeben sind und wo ich auch aktiv werden sollte. Ja. Aber ja, da hast du recht, habe den DAO wirklich sehr lange gehandelt und dachte mir aber jetzt mit FX Flat, da kann ich ja dann mal den anderen Part besetzen. Der Dirk, der ist ja der, da gegen den würde ich ja gegen den würde ich total ablosen. Ja, also. Das glaube ich nicht. Naja, also wie gesagt, sein Ansatz ist ja auch also für die Art des Tradings sehr, sehr gut, aber bei mir ist ja, und das ist ja auch ein Unterschied, ja, er versucht halt so eine Tagesposition ja oft einzugehen, und dann sagt er mir, Mensch, hätte ich das gescalpt, ja, bei dem hin und her im Markt, ja, das ist ja immer das Zwiegespräch, was wir beide immer führen, und dann sage ich, naja, aber komm, manchmal schaffst du es halt dann auch so einen 1000-Punkte-Move halt mitzunehmen. Das würde bei mir persönlich ja nie, oder das ist dann eher Zufall, dass das mal passieren würde, dass ich halt in so einer Bewegung drinne bin, die auch so gut läuft und mit so wenig Rücksetzern, dass ich halt auch mitkomme. Das ist dann schon eher außergewöhnlich, ne? Und so haben so beide Stile halt ihren Vorteil als auch ihren Nachteil, ganz klar. Und ich kann immer nach draußen nur an alle anderen da den Hinweis geben, egal welche Art, es gibt jetzt nicht den besseren und den schlechteren Trading-Style, man sollte sich den Stil suchen, der zu einem passt. Also ich kann es halt einfach, also ich habe es so oft, ich habe erst ja gestern mit dem Dirk telefoniert, und gestern Abend, und auch da habe ich wieder gesagt, ich habe letztens auch wieder versucht, einen Trade halt laufen zu lassen. Ja. War 100 Punkte vorne im DAX und denk mir, komm, setz da halt mal auf BE, also Break Even. Ja, also natürlich, ich habe auch einen Teilverkauf mitgenommen, aber am Ende wurde ich Break Even ausgestoppt. Das heißt, auf die Gesamtposition, um es mal einfach zu rechnen, habe ich 50 Punkte verdient. Hätte einfach mit 100 Punkten auch aussteigen können. Hätte ich Doppelte verdient. So, natürlich wollte ich halt mehr haben, aber keine Ahnung, der Markt gibt mir halt einfach nicht mehr. Also das passiert für mich zu selten, und ich probiere es regelmäßig. Aber ich krieg's halt auch regelmäßig nicht hin. Also, und von daher, warum soll ich mich denn da, plus wenn ich sehe, wie der Dirk handelt, und denke mir, wow, das würde ich auch gerne können, aber, oder jeder andere, ja, ist jetzt nur einer Vergleich, aber wenn ich es persönlich nicht umsetzen kann, dann bringt es auch nichts, diesem Stil halt nachzueifern. Wäre genauso im positiven Falle, wenn einer der merkt, okay, Skype-Trading, kurzfristiges Trading, das ist genau mein Style, der liegt mir, damit kann ich um, weil ich schnell rein und raus kann. Es gibt aber auch im Skype-Trading genug Nachteile, ja, weil, wie gesagt, man wird halt eher zufällig, wenn gar nicht, mehr eine große Bewegung mitnehmen. Aber mir ist es am Ende ich bin fein damit, wenn ich keine große Bewegung erwische, weil es halt in 20 Jahren so oft probiert habe und nicht geschafft habe. So, von daher lasse ich das Ding, ne? Und genauso den Dirk, sein Nachteil ist, kenne ich auch Gespräche, wo wir telefoniert haben, wo er gedacht hat, jetzt holt er sich den richtig großen Move, war Ewigkeiten vorne, und über den Tageschart hat er sein Trade noch nicht trailen können. Ja, und dann geht der gesamte Gewinn wieder weg. Ja. Natürlich im Vorteil die guten Trades, die dann halt 2, 3, 5.000 Punkte im DAU halt laufen. Ja.
Genau. Also das kann ich euch noch mitgeben. Also nicht darauf schauen, wie, sondern also immer darauf schauen, was passt am besten zu mir. Und wenn man dann einmal sein Style gefunden hat, dann kann man ja von dort aus wieder weitergehen und überlegen, ich will doch das anders aufbauen. Aber man braucht erstmal Erfahrung da drin. Genau. Dann noch eine Frage. Hallo, bis zu welchem letzten Tag handeln Sie die Futures, beispielsweise den Uni-Future? Also im DAX ist es so, da kann ich den Uni-Future bis Mittwoch vor dem Verfall handeln. In den USA ist es ein bisschen anders, hat man hier auch schon mal als Ausbildung gehabt. In den USA ist es so, dass man den, dass der Rollover beginnt am Mittwoch vor eine Woche, wie drücke ich es aus? Eine Woche an dem Mittwoch, Mensch, bin ich nur bescheuert, helf mir, Nelson. Und zwar, also eine Woche bis zum Verfall und da noch den Mittwoch zuvor, ab da beginnt das. Also in Summe sind es 10 Tage dann. 5 Tage und 3 Handelstage, gut, 8 Handelstage. Bevor der Verfall ist, beginnt der Rollover und spätestens dann kann man eigentlich sagen, ab Montag dann, also in der Verfallswoche, ab Montag, Dienstag, sollte man dann in den Kontrakt wechseln. Wenn man nicht genau weiß, wie man es macht, dann am besten auf die Seite der Börse gehen. Da sieht man auch das gesamte Volumen für den Tag. Und sobald halt das Volumen an einem Tag höher ist in dem neuen Kontrakt als in dem alten, dann spätestens dann würde ich dann auch in dem neuen im September-Kontrakt dann handeln. Dann noch eine Frage, warum das Orderbuch so dünn ist. Leider keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, dann haben wir doch ein bisschen länger geschnattert, aber ich hoffe, okay für euch. Dann schauen wir uns mal an, wie denn die Märkte so ausschauen. Nicht wundern, falls bei euch der Nasdaq woanders steht als hier jetzt hier in der Plattform. Das liegt daran, weil ich habe hier jetzt den Future offen und der Future hat ein Aufgeld und deswegen steht er höher als den CFD, den ihr habt. Ganz klar. Gut. Dann gehen wir mal ganz kurz rein, was ich für heute erwarte. Hier mache ich mal euch kurz den Tageschart hier an. Also wir sehen, dass wir aus dieser Trading Range nun am Montag ausgebrochen sind. Also das, was man hier vielleicht so als Unterstützung einzeichnen konnte, diese Tagestiefs, die habe ich jetzt auch eingezeichnet. Da ist der Markt jetzt durchgebrochen am Montag. So, gestern gab es keinen zweiten Trendtag nach unten, den man durchaus hätte erwarten können, sondern wir sind den ganzen Tag seitwärts gelaufen. Das heißt, wir haben hier eine Range ausgebildet, irgendwo so in diesem Bereich, und da ist jetzt der Markt darüber. Und was ist meine Erwartungshaltung für heute? Spannend wird es, wenn wir das Tageshoch von gestern brechen. Ich mache es mal nicht ganz so dick. Wenn wir das Tageshoch von gestern brechen, sehen wir, dass der Markt versucht, wieder zurück in diese alte Range zu kommen? Oder ist es so, dass wir diese alten Tiefs jetzt von unten aus anlaufen und aus Unterstützung, ganz klassisch, wird Widerstand und der Markt fällt nach unten? Heißt, wir sehen, dass dieser Bereich jetzt neu Widerstand wird und prallen dort eher nach unten ab. Deswegen kann es durchaus sein, dass man jetzt in einem steigenden Markt, wenn man davon ausgeht, dass er bis in diesen alten grünen Bereich reinläuft, dass man dann in dem steigenden Markt dann später die Short-Seite sucht. Bleibt der Markt unter dem Tageshoch von gestern einfach hängen, kommt da also nicht drüber, dann müsste man halt mal schauen, ob man dann auf dem Weg nach unten, wenn man davon ausgeht, im Szenario, dass eventuell am Ende des Tages wir so eine Kerze haben, ob man da dann entsprechende Short-Trades findet. Ja, das wäre dann noch mal eine Möglichkeit. Also das so meine grundsätzlichen Szenarien. Also was passiert am Tageshoch von gestern und an diesen alten Tiefs so Richtung 18.050. Genau diese Marken habe ich mir alle hier, können wir ja noch mal reingehen in den Stundenchart hier, können wir auch hier anmachen den Stundenchart. Aber hier in dem Chart, wo sie drinne sind, habe ich mir das hier in dem Stundenchart eingezeichnet, die ganzen entsprechenden Bereiche, die ich auch gerade euch im Tageschart gezeigt habe. Ja. Genau. Und da wird es jetzt so spannend werden. Also wie kommen wir aus dem Hickhack von gestern raus? Ja, prinzipiell die Frage, oder bleiben wir dort erstmal drinnen? Werden wir gleich sehen. Ja, gut.
Was wir jetzt auch noch so haben, so ein bisschen, ist halt bullisches Framing gegen bearisches Framing hier. Heißt, wir haben hier ein langes, das war natürlich Vorbörse, aber da ist bis jetzt der Nasdaq per Stunden-Close hat noch nicht darüber geschlossen, weshalb hier durchaus der Markt vielleicht auch da nochmal nach unten laufen kann. Und von unten aus gesehen haben wir jetzt aber auch ein bullisches Framing, sprich, das ist die letzte bullische Außenkerze. Ja, gut, die dürfte hier auch noch mit dabei sein, müssen wir mal anschalten dann, aber sprich, also von unten aus kann es natürlich auch sein, dass dieser Bereich hier Unterstützung ist und das dann eher für die Long-Seite interessant wird. Also das sind so, das ist gerade so das Hickhack, was ich hier gerade so sehe. Gut. Können wir ja mal anmachen, das Framing, hab das hier mit drauf. Ja, doch, das hier, die Kerze ist da geblieben. Ja, und ach, das hat ja gar nicht zum bärischen Framing noch nicht mal gereicht, aber es ist trotzdem eine Kerze, die prominent für mich hier im Markt drinne steht. Diese Verkaufskerze, und da müsste für Long auch der Markt mal per Stunde dann darüber schließen. Heißt, per 16 Uhr können wir hier nochmal in die halbe Stunde reingehen. Ja, da ist es so, da hätte man diesen Abverkauf jetzt hier schon so leicht beendet. Also von daher, da wäre es schon noch eher Long als hier in der Stunde. Also mal sehen, wie sich jetzt der Markt hier verhält. Wir gehen runter an den 5-Minuten-Chart, den lassen wir hier erstmal offen. Und gucken jetzt mal, wie der Markt jetzt hier entsprechend reinkommt. Oben rechts habe ich den 15-Minuten-Chart und darunter den Stunden-Chart. Was man hier anmachen kann, ist halt das Framing, damit man das sieht. Wie stehen wir da so aktuell so ein bisschen da? Genau, und ja. Gut, dann lassen wir mal die erste 5-Minuten-Kerze hier seit Eröffnung mal dahin wackeln. Positiv, also wenn wir uns das anschauen, was der Markt ja gestern auch gemacht hat, Hochs rausnehmen und dann fallen. Hier hätten wir jetzt ein kleines Hoch rausgenommen. Also dieses letzte Hoch, das hätte der Markt jetzt hier rausgenommen. Und wenn wir jetzt hier fallen, dann mal sehen, ob wir eventuell dann auch tiefer gehen. Ziel wäre dann erstmal hier unter das letzte Tief drunter zu schauen. Kommt die 5-Minuten-Kerze höher und wir bleiben auch hier in diesem bullischen Framing, dann wäre natürlich das Ziel, an das Tageshoch von gestern ranzulaufen. Das sind so jetzt erstmal so ein bisschen der Augenmerk, den ich habe. Mal gucken, wie jetzt hier der Markt hier die erste 5-Minuten-Kerze rumbekommt. Ja, die vier großen, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, alle positiv in den Tag gestartet bis jetzt. Ja, also meine Empfehlung auch ist es immer die, ich habe hier gar keinen Kurs, wo ist denn der Kurs von Tesla? Ach da, ah, die sind plus minus. Was ich euch empfehlen kann, ich kann es ja mal rüber switchen, und zwar, mein Bildschirm ist hier ein bisschen breiter, also mein MetaTrader geht über zwei Bildschirme. Und hier sind so die Einzelwerte, könnt ihr bei FX Flat einfach aufmachen. Und dann habt ihr diese Einzelwerte mit offen. Und es geht jetzt gar nicht darum, zu sagen, also ich mache jetzt nicht, dass ich anfange, jetzt jeden Einzelwert zu analysieren. Aber im Nasdaq ist es ja schon so, dass halt ein paar wenige Werte schon massiven Einfluss auch auf den Index halt haben. Ja, ich glaube, allein mit den Top 10 Werten hat man 20 oder über 20% drinne. Und da ist es schon sinnvoll, sich dann mal zu gucken, weil ja auch die Vola bei den Einzelwerten teilweise auch extrem hoch ist. Wenn da News reinkommen oder weiß ich, wie Nvidia, die halt gelaufen ist wie Nachbars Lumpi, und natürlich, wenn die halt ordentlich anzieht, dann und ein paar Werte noch mitmachen, dann wird es halt immer schwer für den Nasdaq halt zu fallen. Und gerade ist halt so das Bild, dass es sehr chaotisch läuft. Also man sieht halt, dass der eine Wert halt stark abwärts geht, der andere seitwärts, der nächste wieder aufwärts. Und da wird es dann halt auch schwer für den Markt, dann wirklich gut von der Stelle zu kommen. Ja, und das ist dann genau das Problem, was wir da dann sehen. Also wer sich für sowas interessiert, wie so die Gewichtungen sind, der gibt es eine Seite, Slick Charts heißt die. Ich kann die euch mal kurz hier zeigen. Da sieht man das. Und da sehen wir jetzt hier auch die Gewichtung, also Microsoft 8%, Apple 7%,
Ja, und wie der Nelson gerade gesagt hat, Nvidia und so, ja, also wenn diese Werte halt richtig gut reinkommen, dann könnte der Markt, wenn es dann die Gewinne halt ausgebaut werden, dann weiter ansteigen. Ja, oder die Gewinne werden abverkauft und dann fällt der Markt. Aber prinzipiell, wenn halt die Top-10-Werte so in eine Richtung reingehen, dann sieht das eigentlich immer so ein bisschen besser aus oder ist auch für den Markt dann einfacher. Und wenn man sich dann hier die Komponenten, also das sind hier die Komponenten, aber man kann sich jetzt auch die, nee, das ist die Performance der Komponenten, Custom Index, nee, wo ist es denn? Auch nicht. Wo ist das? Rate-Analyse. Ah, da ist er. Rate-Analyse. Da sieht man hier also mit den Top 20 Werten hat man 63% aktuell im Nasdaq halt abgebildet, ja, und allein hier mit 1, wo sind die Top 10? 6, 7, 8, 9, 10. Ja, mit den Top 10 Werten, also wenn ich mir den Chart mache mit den 10 größten Werten allein, da bin ich schon bei knapp 50% vom Index. Und der Rest, ja, die restlichen 90 Werte vom Nasdaq 100, ja, machen 50% aus. Ja, das sieht man jetzt ja hier dann. Also von daher, das kann man sich schon mal angucken. Deswegen empfiehlt sich auch bei so einem Wert oder auch beim Dow, ja, beim Dow sind es ja nur 30 Werte. Ja, und jetzt die letzte Zeit, die United Health hat ordentlich gelitten, top Schwergewicht im Dow und das beeinflusst dann logischerweise den Markt halt, ja. Gut, dann schauen wir mal, wie wir uns, könnte das hier ein Box-Setup gewesen sein? Oh, kurz mal gucken. Oh, jo, sogar ein Box-Setup. Gut, also das typische Spiel hier aktuell vom Szenario, okay, ich würde hier schon noch ein bisschen long denken. Vom Szenario her hat macht der Nasdaq eigentlich so ein bisschen da weiter. Das sind jetzt mal die ersten 10 Minuten. Wir unterschreiten hier das Tief einer 5-Minuten-Kerze und ziehen halt wieder zurück. Also, so würde mich nicht wundern, wenn der Markt hier entweder über das hoch oder über das hoch zieht und dann wieder fällt. Ja, also, wenn man sowas dann erkennt, dann kann es manchmal ein bisschen einfacher sein von der Struktur her. So. So, mal gucken, wie es jetzt hier oben weitergeht. So, dann. Mal sehen. Also ich habe jetzt aktuell, warum ich euch auch sowas gerade gezeigt habe, ich habe gerade kein Setup, ja. Also ich müsste jetzt hier irgendwo reinspringen. Also das Einzige, was jetzt hier wäre das der Long für das Box-Setup, aber das hätte ich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit nicht gehandelt, weil zum Ziel sind 16 Punkte, mein Stop-Loss sind 30 Punkte. Also macht jetzt rein vom Setting her nicht wirklich Sinn, weil wenn das Ziel nicht erreicht wird, riskiere ich hier 31 Punkte, sind im kleinen Nasdaq Futures $62. Also ein Punkt sind $2 plus minus für die, die da sich im Future Handel nicht auskennen. Gut. Ja, der Vorteil ist natürlich, dass der Spread halt hier sehr klein ist mit 0,25, 0,5 Punkte. Natürlich hat man noch Kosten. Bei der Volatilität macht das jetzt kein großes Gewicht aus. Ja, also ob ich jetzt spielt halt nur eine Rolle, wenn ich halt limitiert entsprechend dort handle. Gut. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann lasst es mich wissen. Einiges kam ja schon rein. Also doch relativ viele jetzt hier noch reingekommen, freut mich. Und so, also die Minute bis an den Widerstand nur rangelaufen und das Ziel hier oben nicht erreicht. So, ich muss mal ganz kurz niesen, sonst. Heuschnupfen lässt grüßen. Gesundheit. So, danke. Hätte ich nicht den Button getroffen, dann wären euch jetzt die Ohren weggeflogen wahrscheinlich. So, also
Also wir sehen weiterhin ziemlich wildes Hin und Her in den ersten 10 Minuten hier. Jetzt beginnt die neue 5-Minuten-Kerze. Also ich habe auch aktuell jetzt gerade keine Idee, wohin der Markt halt will. Wie gesagt, die Microsoft ist über das Tageshoch jetzt angestiegen. Google auch über das Tageshoch von gestern und der Rest quält sich darunter so ein bisschen. Und eine Nvidia, die ist jetzt aktuell unter das Tageshoch gefallen und geht so Richtung Gap Close. Also so, wenn ich jetzt hier auch nochmal schnell, ich gucke mal hier rein, ich habe das ja jetzt ausgeblendet gehabt, aber ja, die Markttiefe ist heute, naja, ein bisschen mehr ist es schon. 60 kommt aber auch nicht so viel auf 5 Punkte. Naja. Ziemliches Rumgeballer. So. Also ich würde, glaube ich, hier auch weiter warten, ob sich hier jetzt eine Range ausbildet, von der ich irgendwie partizipieren kann. Also ich kann es hier nicht abschätzen, ob der jetzt wirklich von hier oben aus. Also was jetzt so passend wäre, rein szenariotechnisch wäre, dass der Markt von hier da hochgelaufen ist und jetzt hier eigentlich nach unten geht und das da unten rausholt. So, jetzt habe ich das Problem, wenn ich hier unten irgendwo einen Short suche, dann habe ich hier irgendwie 10 Punkte wieder zu 30, 40 Punkte Stop Loss. Weiß ich halt auch noch nicht, ob ich da jetzt mich einfach reinsetze. Aber ich will jetzt auch keinen Trade so just for fun machen. Und dann nachher gibt es oft auf die Mütze. Ja. Macht ja auch keinen Sinn. Also, mal sehen. Im Stundenchart hätten wir vom Framing her in die Extension hier abgeholt. Was sagt denn der? 30 Minuten Chart ist oftmals bei den US-Börsen schon so ein bisschen der bessere. Ich weiß, ich glaube, wartet mal, wie gesagt, diese Fibo-Extension sind ja nur, mal gucken, sind ja am Ende nur auch, oder diese Extension hier ist ja nur eine Fibo-Zahl. Ich glaube, die habe ich hier aber auch abgespeichert. So, genau. So, aus der halben Stunde. Das war gestern, das Framing war bärisch gewesen. Also ich drehe es mal um. So. 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 Also, wie gesagt, jetzt hier unten neues Tief. Ja, passt von der Struktur her auch so ein bisschen wieder hoch. Ja, ich habe jetzt gerade keine Idee. So. Also, was ich euch nochmal zeigen wollte, ist, wir hatten hier im M30, das war das bärische Framing hier gewesen. Das letzte und das hat hier sehr gut gepasst. Da ist der Markt bis in diese Extension reingelaufen und oben auch die Extension geholt. Das habe ich hier auf der Seite jetzt nicht eingezeichnet. Ist halt ein bisschen drüber gelaufen. Wenn man es jetzt nochmal umdreht, dann sieht man es. Aber das war schon relativ gut gemacht. Jetzt muss man nochmal auf die andere Seite. Muss doch noch den Long hier eingehen oder was? Aber aktuell habe ich so das Gefühl, dass man das hier sieht, man das immer. Ja, 13 Punkte über die Extension gelaufen und dann doch wieder zurück. Aber keine Ahnung, ob ich sowas jetzt gehandelt hätte. Ne? So, jetzt können wir hier das letzte Framing uns auch nochmal angucken, was hier abends passiert ist. Da hätten wir wahrscheinlich das nicht ausgereizt. Wäre auch wieder relativ fast an die Extension, also der Dirk, seine Extensions sind immer 150% und 161,8. Funktioniert halt schon oft ganz gut, wie gesagt. Gut, also ziemliches Geballer hin und her. Ich weiß nicht, was der Markt vorhat. Google steigt weiter. Ich habe hier zwar noch so ein Trading Dome offen, aber wie gesagt, auch hier gibt es jetzt nicht wirklich einen Hinweis. Ihr seht hier, ich halte mal das Bild kurz an, hier in dem Falle sieht man hier, wie gering die Volumina hier sind. Ja, also immer nur 3, 5, 6, 9 Kontrakte und das ist halt für den Nasdaq schon sehr, sehr wenig. Und hier auf der Limit-Sell-Seite auch genauso wenig. Und das Problem ist halt, dass jetzt die Algos,
hier, was ich, innerhalb von einer Sekunde den Markt kurz durchschießen, sofort wieder hochgehen. Und das heißt also, bei diesen Mikroschwankungen im Sekundentakt werden trotzdem hohe Kontraktzahlen umgesetzt. Aber schlussendlich bewegt sich der Markt halt dann nicht wirklich. Also bewegt sich natürlich schon, aber ja, und wenn man es hier sieht, die Ausführungen sogar mit kleinen Gaps hier dazwischen, wo mal sogar auf einem Level gar nicht gehandelt wird oder hier auf zwei. Und das ist halt jetzt gerade die Normalität. Ja. So, und ja, solche Orders wie 18 Kontrakte, das ist halt, das wird dann halt einfach immer nur so weggehandelt. Aber ihr seht ja, wie schnell das geht. Und wenn man sich jetzt hier einen ganz, ganz kleinen Chart anschauen würde, würde man sieht ja hier die Sprünge, wie der Markt da halt hin und her hüpft. Ja, und das passiert hier im Millisekundenbereich oder Sekundenbereich. Und von daher sind wir da wahrscheinlich, also wenn für die Art, wie wir jetzt handeln, muss man das halt einfach einplanen, dass man jetzt bei diesem vielen Hin und Her von 10 Punkte kann sein, dass der Markt hier in einer Sekunde 10 Punkte fällt, aber dann wieder 10 Sekunden später oder eine Minute später wieder oben steht. Und das macht es dann halt gerade so ein bisschen schwer von der Struktur her. Ich könnte euch ja hier nochmal auch, kann ja mal den Intervall auf eine Sekunde setzen. So. Und das ist dann eigentlich auch der Spread, den man dann hat. So, ich zeige euch das mal hier kurz. Ja, kommt da runter. So, komm. So sieht es in der Sekunde aus. Ja. Und das heißt, innerhalb einer Sekunde würde man ja eigentlich erwarten, dass der Markt sich halt nicht bewegt. So, wenn ich das jetzt hier mal aufdrösel, ja, das ist, wie gesagt, jede. Also, wir haben hier einen Candle. Ja, jetzt macht das, oder? Wir haben ja jetzt einen Candle-Chart, obwohl wir einen Sekunden-Chart halt anhaben. Ja. Das seht ihr ja hier selber auch. Also das sind hier von 33, das sind drei Punkte hier oder die Range hier sind zwei, ja, sind 10 Punkte. Mal gucken, manchmal erwische ich. Naja, vielleicht nicht. So. Da haben wir es jetzt eingefangen. So, da sieht man es jetzt halt, dass wir hier 10 Punkte Range haben und das sind eine Sekunde. Ja, und wenn man überlegt, das ist eine einzige Sekunde, wo der Markt hier 4 Punkte steigt oder fällt oder hier in 2 Sekunden von 42 auf 32, sage ich jetzt mal ganz grob, das sind 10 Punkte in 2 Sekunden. Wenn ich das. Bevor ich das sehe, wenn ich klicke, klicke ich da oben, da unten. Wenn ich hier Short gehen will, dann komme ich hier rein, wenn ich da oben sehe, wie das anfängt. Ja. Wir reden hier von 2 Sekunden, 21, 22, da ist das dann passiert. Ja. Und das macht es halt für mich zumindest gerade relativ schwer, jetzt hier und da eine Richtung zu finden. Also aktuell habe ich gar keine. Ja. Gut, aber wie gesagt, also so sieht es halt gerade aus und von daher muss man halt überlegen, habe ich da ein Setup, finde ich eins, habe ich ein Regelwerk. Ja. Also hier unten wäre jetzt nochmal zu gucken, wenn er kurz durchsticht, vielleicht den Long Trade zu nehmen. Also da würde ich dann nochmal gucken, der Rebob liegt auch hier unten, mal gucken. Also wenn der Markt hier hochkommt, jetzt würde ich hier nochmal Long gehen. Stop Loss dann unter die 1-Minuten-Kerze und wenn er in der Range wieder hochgeht, dann wäre es okay. So überlegen kann man dann hier unten auch nochmal eine Limit-Buy-Order reinzulegen, falls der Markt jetzt bis darunter kommt. So, den kann ich hier mal löschen. Also da ist jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel. Oh, oh, yes. Hier gerade. Da ist ein großer. Das ist halt schon mal groß mit 300 Kontrakten hier, 290 Grade, die hier unten auf der 06 gehandelt wurden. Also da hat jemand am Rewop gehandelt, so ziemlich. Aber auf alle Fälle schon mal
ziemliches Brett gerade. So, also die Marke, das wäre jetzt meine Marke, die könnte man sich mal auch mal merken, die 06, ob da was passiert. Also da muss jetzt nicht zwingend was passieren. Ist jetzt nicht so, dass das richtig außergewöhnlich ist, aber hier unten ist auf alle Fälle jetzt hier schon mal viel gegangen. Also sprich, was ist da passiert? Da hat jemand also die Order, die da ausgeführt wurde, ist, da hat jemand eine Limit Sell Order hier reingestellt. Also der Markt ist runtergefallen. Als er nach oben gekommen ist, hat hier jemand auf der 706 eine Verkaufsorder reingelegt und die wurde aber zurück abgewickelt. Also sprich, der hat hier durchgekauft, der Käufer durch diese Order halt durch. Also sprich, wir haben jetzt hier jemanden aktiv, der diese 300 Kontrakte Limit Order gekauft hat. Wenn der Markt von dort aus nach oben schießt, dann hat man einen Käufer dort. Wenn der Markt jetzt wieder darunter fällt, kann es sein, dass wir hier einen größeren Verkäufer haben, der den Markt dann hier nach unten juckelt. So sieht es gerade aus. Also, jupp, da ist halt der Verkäufer. Hier direkt eine Limit Buy Order von 115 Kontrakte durchgesmasht. So, und jetzt mal gucken, wie weit es jetzt hier runter geht. Deswegen habe ich jetzt auch unten so ein bisschen die Limit-Order auch erstmal weggezogen. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal, ob wir vielleicht da unten den Long jetzt zur vollen Stunde dann, also kurz die Reaktion da unten doch nochmal bekommen. Also letzten Tiefs rausgezogen. Wenn jetzt der Nvidia kracht hier gut nach unten. Also ich würde hier trotzdem gucken, kommen wir hier rein wieder in diese Range, also sprich das, was jetzt die Tage immer gelaufen ist, das Rausziehen von Tiefs und dann halt steigen. Da möchte ich gerne nur eine Kerze mal da drinnen sehen und dann wäre es okay. Ja, und dann könnte man hier nochmal gucken, ob der Range kommt, nachdem einfach das Tief hier rausgeholt wurde. So, das wäre so die Idee. Achten da so ein bisschen bei auf die 06, also die ist hier oben. Das war die Marke, wo viel ging. Oh. Mal gucken, ob wir jetzt wieder reinkommen. Also ich sehe das deswegen nur so, weil der Markt das gestern halt oft gemacht hat. Ja, tief rausziehen und dann doch wieder rein, hoch rausziehen und doch wieder rein. Bis jetzt ist es so gewesen, dass die Bewegung von hier oben aus, also über dem Hoch darunter, was ich vorhin gezeichnet hatte, schon gut gelaufen ist, aber mit so 30 Punkte Zwischenanstieg und dann doch darunter zu kommen, ist halt auch ein bisschen doof. Ja. Also finde ich zumindest. So, jetzt mal sehen, ob wir hier wieder reinkommen. So. So, jetzt geht es auch hier drum. Mein nächster Gedankengang ist, also wenn wir hier diese 1-Minuten-Kerze nicht brechen können, dann bleiben wir in diesem sogenannten bärischen Framing. Das können wir hier auch mal anzeigen da. Also kommen wir da nicht drüber, dann wird es auch schwer, dass der Markt wieder zurückkommt in diese Range und dann wäre durchaus dann der Knick nach unten möglich, dass wir dann doch nochmal in die Ecke stärker fallen. Und ja, dann könnte es sogar ans also ans Overnight-Tief dann sogar gehen, wenn wir jetzt die nächsten ja, 10 Minuten jetzt nicht nochmal da hoch, wirklich hochkommen. Dann wäre Folgendes passiert, wenn der Markt jetzt runterfällt. Wären nicht über das Tageshoch von gestern drüber gestiegen, also hätten ein tieferes Hoch, haben nur interne, wenn man so will, interne Hochs rausgenommen und fallen jetzt nach unten. Wenn jetzt hier unter diesen Tiefs, ich bin jetzt hier gerade ich gucke hier gerade mal so in diesen 15-Minuten-Chart rein. Ja, also auf dem Tageschart haben wir das Tageshoch hier nicht rausgenommen. Dann haben wir aber rausgenommen diese Hochs hier, diese letzten Hochs da, so, das haben wir alles rausgenommen. Da ging es nicht weiter, jetzt sind wir nach unten gefallen, haben hier jetzt das letzte Tief rausgenommen und wenn da jetzt nichts kommt, besteht hier die Möglichkeit dann auch wieder in Richtung der Tiefs von gestern da irgendwo in diese Range dann reinzulaufen. Das ist so das, was ich gerade denke. Alternativ halt, so wie auf der Oberseite passiert es auf der Unterseite, also hoch rausnehmen und fallen. Tief rausnehmen und steigen. Deswegen hier noch der Long-Fokus. Ja.
So, das könnte jetzt hier ganz gut passend sein. Also ich habe jetzt mal einen Long Trade drin. Jetzt kommt es darauf an, dass wir hier sozusagen jetzt diese bärische Kerze brechen. Mal gucken, ob das hier gelingt, mit Überschreiten der 17.100 hier im Future. Also einfach ein klassischer Range Trade, nachdem die Tiefs rausgeholt worden sind. So, also wenn er jetzt nicht hochkommt, kann ich den Trade eigentlich schon wieder zumachen, weil ich brauche den Close da oben. Ja. Ja, also die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze nicht geschafft, da höher zu schließen. Jetzt kommen ja auch schon wieder Verkäufer rein, also wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht gleich hochkommt, muss ich den Trade dann, das hat sich sehr aufgehangen, irgendwas, muss den Trade wahrscheinlich hier gleich closen. Also ich brauche halt Kerzen, die oben schließen. Also wenn das nicht gelingt, dann, ja, man merkt hier schon, aktuell wird es da nicht wirklich drüber gehen. So, also wenn die 1-Minuten-Kerze hier über 17.900 drüber geht, dann wäre es okay. Wenn nicht, muss ich halt überlegen. So, zum Ende der Stunde hin. Kann es natürlich sein, dass auch versucht wird, nach unten das aufzulösen. Ja, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Also wir bleiben in dem bärischen Framing drinne. So, also wenn es jetzt durchschnippt, kommt der Schnipp halt auch wenigstens 3 Punkte mehr durch, dass es sich auch lohnt, den Stop-Loss anzu eben. Gut, dann halt und vielleicht doch nicht. Also, wie gesagt, ein bisschen schneller hätte man reagieren müssen. Stop-Loss bleibt da unten liegen. Ja, ist immer raus. Also nicht geschafft, das bärische Framing hier zu beenden. War so eine Kerze, die ja nochmal das Tief rausgenommen hat, wäre für mich okay gewesen, aber da macht es jetzt auch keinen Sinn, weiter drin zu bleiben. Also von daher hat das bärische Framing jetzt hier erstmal gewonnen. Zu langsam gewesen, um hier direkt BE rauszugehen. Ich war zweimal $2 vorne oder so, aber ich wollte schon sehen, dass der Markt denn hier da ein bisschen stärker fällt. Jetzt würde ich nochmal kurz gucken, ob der Markt hier nochmal wie die Stunde jetzt hier auch schließt dann um 17 Uhr. Ja, und mal sehen, ob wir da noch mal reinkommen. Ach, 17 Uhr, 16 Uhr haben wir ja erst. So, gleicher Trade könnte eventuell noch mal kommen, aber da würde ich jetzt dann auch die Stunde hier abwarten. Also wir haben jetzt noch mal das Tief rausgenommen. Mal gucken, ob man hier den gleichen Trade noch mal machen muss. Ich mache es zwar ungern, aber wenn diese Struktur halt so aufrechterhalten bleibt, ist eigentlich immer ganz durchaus okay, sowas dann zu machen. Sind auch einige Fragen im Chat. Oh, ich habe keine mehr. Wo? Ich habe jetzt bei Fragen hier geguckt, irgendwie sehe ich. Meine letzte ist von 15 Uhr. Ah, vielleicht sollte ich mal hier vielleicht auf Uhrzeit klicken. Ah, da. Gut. Schaue ich mir gleich an. Ich habe die alle markiert. Ja. Ich hatte das nicht sortiert. So, also ja, schade, dass der Markt halt dieses, dass ich zu, ich war zu nah an diesem, ja, an diesem bärischen Framing da oben zu hoch, ein bisschen zu hoch. So, in der letzten Minute, letzten 10 Sekunden jetzt der Stundenkerze und auch der 30-Minuten-Kerze. Mal sehen, ob der Markt hier nochmal drüber läuft. So. Er war schon ein aggressiver Einstieg, ganz klar.
aber halt auch soweit okay für mich. Also bärische Framing bleibt weiterhin aktiv. Mal gucken, ob jetzt, also jetzt sieht es mehr und mehr danach aus, aber der Markt nicht mehr zurück in die Range kommt, dass es dann doch ein bisschen trendiger werden könnte auf der Unterseite. Also ich würde es maximal nochmal einmal versuchen, wenn wir, falls wir sehen, dass wir jetzt mit Bruch des letzten Tiefs nochmal eine starke Reaktion nach oben sehen, würde ich es nochmal gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, dann müsste man halt überlegen, ob man sich dann na, Breakout-mäßig dann eher nach unten orientiert. Ja, und dann nochmal guckt, ob man die Short-Seite dann halt reinnimmt. Gut, da ist jetzt dann doch schon noch ein bisschen mehr Verkaufsdruck drauf nach unten. Also von daher würde ich jetzt aktuell, müsste, also für einen Short Trade müsste der Markt jetzt trotzdem erstmal steigen. Die Frage wäre dann, bis wohin, also kriegt man, also bis wohin würde der Markt steigen und dann kann man halt überlegen, ich müsste jetzt hier für den Trade. Also bräuchte ich jetzt steigende Kurse, um für einen Short Trade zu haben. Und alternativ kann man auch trotzdem überlegen, ob man versucht, diesen Anstieg halt mit einem Long Trade halt zu handeln. Ja. Also jetzt hier unten springe ich jetzt nicht in Short rein. Wir sind an der nächsten Unterstützung dran. Das ist hier für mich die blaue, der blaue Bereich bei 62. Ja, und von daher gehe ich da jetzt auch nicht direkt Short rein. Also hat sich das Bild jetzt dann doch relativ gut entwickelt. Wir sind aus dieser Unterstützungsbereich kurz raus. Wie gesagt, die Überlegung wäre gewesen oder ist gewesen, dass der Markt halt dort reinzieht, nachdem er unten raus ist, wieder reinzieht, was er doch recht oft gemacht hat, nachdem er halt auch dieses Tief rausgenommen hat. Ist eigentlich relativ oft auch ein gutes Zeichen, aber was wir jetzt hier mal sehen im 1-Minuten-Chart, dieses Framing wurde halt nicht gebrochen und wir waren halt genau, das hat der Markt schon auch sehr genau gemacht, bis an dieser, an dem Hoch dran, aber ja, im Webinar habe ich es jetzt nicht geschafft, den Trade oder war jetzt auch nicht wirklich bereit, den Trade mit plus einem Punkt zuzumachen. Also wie gesagt, hätte gern gesehen, dass er vielleicht trotzdem noch mal ein Stück höher läuft. Also wir waren, glaube ich, 10 Punkte einmal vorne, nee, 8 Punkte, ja. Gut. Aber wenn man es jetzt so sieht, am Ende ist der Stop auch okay, dann hätten wir uns nicht ausstoppen lassen. Wären wir sowieso am Entry nicht nochmal vorbeigekommen und aktuell ist der Markt hier von hier aus gesehen jetzt auch nochmal 30 Punkte tiefer gefallen. Ja. Gut, also mit neuer Stunde ab 16 Uhr jetzt ein bisschen mehr Verkaufsdruck drin, relativ konstant die Bewegung. Ja, da ist jetzt die Überlegung. Wie gesagt, reinspringen ist jetzt nicht so meins. Eventuell in diesem bearischen Framing, dass man dort nochmal dann entsprechend eine Order sucht, aber dafür müsste der Markt dann halt immer ein Stück höher kommen. Sprich, also ein Short Trade wäre dann erst irgendwo hier oben dann für mich dann möglich bei 65. So. Jetzt sind wir am Tagestief von vorgestern dran, vom Montag. Mal sehen, ob wir dort eine Reaktion jetzt sehen. So fürs bärische Framing, also wenn man da ganz aggressiv im 1-Minuten-Chart handelt,
Ja, dann sollte der Markt halt hier unterhalb der 53 bis im besten Falle 58 hier bleiben und jetzt hier direkt wieder nach unten gehen. Aber da ich jetzt den Short sowieso nicht mitgemacht habe, weiß ich jetzt nicht, ob ich hier unten den jetzt direkt hier nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten abwärts da so aggressiv jetzt nehme. So, dann kann ich mich nochmal um die Fragen kümmern. Und Ja, Nvidia hat auch ordentlich gedreht. Ist jetzt knapp minus 1%. wer? Nvidia. Ach, Nvidia, ja. Ja. Ja, darüber kommt so ein bisschen der Druck. Also Google bleibt eigentlich oben stehen. Microsoft hat auch jetzt nach unten gedreht, sind dabei, das Gap zu schließen. Naja. Gut, ich werde mich mal kurz um die Fragen kümmern. Wenn der Kurs an das Hoch ranläuft, erwartest du einen Rückgang. Warum? Ist das wahrscheinlicher, als dass der Index weiterläuft? Also, das war um 15:39 Uhr. Also nehme ich mal an, das war vorhin bei der Analyse, warum ich da eher fallende Kurse erwartet habe. Dadurch, wenn man das Gesamtbild von oben nach unten jetzt aufgedröselt hat, ist es ja so, dass wir aus einer Range rausgefallen sind. Auf der Unterseite kann ich hier nochmal kurz das nochmal wiederholen. Also es ist nicht immer so, dass ich jetzt das wahrscheinlicher sehe, dass der Markt dann halt an den Hoch fällt. Aber wenn man jetzt als größtes mal hier den Tageschart nimmt, also da war ja der erste Punkt, der jetzt mit Rot gekennzeichnet, also der Nasdaq hätte hier erstmal das Hoch vom Vortag nehmen müssen, dann könnte man überhaupt sagen, gut, vielleicht wollen wir hier zurück in diese alte Trading Range. Jetzt sind wir, damit aber eine Markt halt darunter fallen kann oder von so weit oben wie möglich fällt, ist es ja, muss ja zwingend darunter liegend im Stundenchart, 5-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart, muss ein Aufwärtstrend sein. Das heißt, man handelt dann in den kleineren Zeiteinheit gegen diese Strukturen genau. Das ist dann der Grund. Also zu sagen, wenn wir nicht das Hochbrechen oder wenn wir nur an das Tief rangelaufen wären und der Markt fällt einfach im Trend weiter. Ja, also ganz klassisch, wir haben eine Bewegung, der Markt, oder von hier aus gesehen, wir haben vom Allzeithoch eine Bewegung abwärts. Der Markt läuft dann hoch und fällt dann durch dieses Tief dann schlussendlich durch. Dann kommt er wieder ran an das letzte Tief. Das wird dann Widerstand und verkauft das. Damit der Markt aber dahin kommt, muss er ja aufwärts laufen. Das ist halt das, was viele dann halt machen. Sie sehen dann halt in diesem kurzfristigen Zeitfenster einen Long-Trend, was auch richtig ist. Kann aber sein, dass sie dann zu spät handeln, wenn man nicht sieht, dass darüber liegend in höheren Zeitebenen, vielleicht im Tageschart oder im Stundenchart, man gegen entsprechende Widerstände halt handelt. Ja, und das ist oft ein ganz typischer Fehler, dass dann zum Beispiel, wie gesagt, ich kreiere das Beispiel jetzt einfach mal. Das ist zwar hier jetzt auch eine weite Strecke, auf dem Tageschart sieht es gar nicht so weit aus. Also man würde dann hier die Long-Seite handeln und vielleicht verpasst man die Long-Seite und dann steigt man erst hier oben Long ein. Ich meine, wenn man den Trade ja im Plus rauskriegt, ist ja auch okay. Nur als Beispiel, aber es kann halt sein, dass genau der Markt an dieses letzte Tief im Tageschart ranläuft und dann von dort aus komplett die Kurve nach unten dreht. Und das wäre dann am Ende, würde dann einfach nur eine Tageskerze entstehen, die dann so aussieht. So, kurz das Hoch hier rausgenommen, bis dahin ist jetzt eine Kerze, die nicht außergewöhnlich ist. Ja, und dann hätte man sozusagen nur den letzten Rest gehandelt. Deswegen halt immer von oben nach unten mit analysieren und gucken, wo steht der Markt halt. Ja. Und das könnte dann ein Fehltrade sein oder dann, wenn der Markt dieses Ziel erreicht hat, als Beispiel, fällt er nach unten und dann sucht man hier nochmal Long Trades und dann fällt der Markt wieder tiefer, sucht wieder einen Long Trade und der Markt fällt dann schlussendlich dann viel tiefer, weil die Kerze am Ende des Tages so aussieht. Ob das so kommt, das weiß ich natürlich nicht, aber das ist halt das, was man im Plan halt mithaben muss. So. Und für mich war jetzt der Gedanke, also warum habe ich den Long Dart gemacht? Weil wir erstmal nur an eine Unterstützung rangefallen sind und hätten wir diesen Unterstützungsbereich hier gehalten und bleiben ganz klassisch in der Range und der Markt läuft halt genauso hoch, wie er das heute hier schon mal gemacht hat, von da nach da. Ja, oder war es blau?
Ja, von dort nach da sind wir auch nach oben gelaufen. Wir haben kurz dieses Tief rausgenommen und sind nach oben gelaufen. So, jetzt haben wir dieses Tief hier rausgenommen und sind halt auch hier nach oben. Also, das war die Idee. Idee ist nicht aufgegangen. Ja, und wir haben jetzt gesehen, dass der Markt weiter gefallen ist. Von daher habe ich 20 Punkte gerade liegen gelassen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, hätte ich es nicht gemacht, wäre es nur teurer geworden. So, das ist jetzt immer die Erkenntnis erstmal. So, dann. Ich habe rechts die Orders laufen. Das hier. Also das hier ist eine Spezialsoftware, die hat man jetzt, wenn man MetaTrader hat, dann nicht. Also da müsste man nochmal $600 extra ausgeben. Ja. Wenn man das gerne haben möchte, dann einfach eine Mail an mich schreiben, dann kann man das dann sich dann auch, kann ich das dann nochmal beschreiben, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Handelst du lieber CFDs oder Futures? Wo sind die Vorteile? Also jedes Produkt hat gewisse Vorteile. Im Future habe ich halt Ordergebühren, aber oft einen geringeren Spread. Also vor allem, mal als Beispiel jetzt der Nasdaq ist da, wäre jetzt vom Vor- und Nachteil, würde das relativ eng beieinander liegen, weil FX Flat auch im CFD sehr gute Spreads halt hat. Aber nehmt mal zum Beispiel, wenn ihr im CFD den Bund Future handeln wollt, dann seid ihr da im Future besser aufgehoben, weil da der Spread wesentlich geringer ist. Oder der S&P 500 im CFD ist auch nicht so gut wie der Future im S&P. Ja, da merkt man dann schon den Unterschied. Ich habe den Vorteil, im Future kann ich direkt auf dem Limit handeln. Im CFD muss ich halt immer den Spread bezahlen. Ja, also das heißt natürlich, klar, wenn der Markt durch mein Limit rutscht, oder also ich bei Eröffnung bezahle ich zumindest erstmal nicht den Spread, so den ich halt sonst immer beim CFD auch bezahlen muss. Dann habe ich halt den Vorteil, jetzt bei FX Flat ist es so, dass die Margin halt wesentlich geringer ist. Also um jetzt nur als Beispiel, um jetzt zwei CFDs zu handeln, ich weiß nicht, was man da jetzt bezahlen müsste als normaler Anleger, $2000 sage ich jetzt mal, wenn ich einen Kontrakt handle. Ja, natürlich gibt es da auch wieder eine Gefahr. Ist es aber so, dass ich da nur 130 oder $180 auf dem Konto haben muss. Theoretisch sollte man nicht, sollte schon ein bisschen mehr sein. Aber dann könnte ich schon den Future halt handeln. Also das sind so mal so ganz grob die Unterschiede. Ja, und die man da kann. Ich weiß jetzt nicht, ob der Nelson da noch einen Unterschied hat, aber. Die wesentlichen hast du genannt. Ja, genau. Ja. Dow rauf, NDX runter. Wie kann das sein? Was bedeutet das? Kurzfristig Korrelation, beider wird sich wieder einstellen. Ja, das ist, in letzter Zeit gab es das öfters mal, dass die Märkte extrem auseinandergelaufen sind. Also Dow runter, Nasdaq hoch oder umgedreht. Das liegt einfach daran, weil es doch sehr unterschiedliche Werte halt enthalten sind. Klar, Microsoft als schwerer Wert ist auch im Dow, glaube ich, Platz 2. Das ist dann noch der einzige Wert, der jetzt aus dem, der stärkste Wert im Nasdaq und im Dow halt zu finden ist. Also das hat schon einen guten Einfluss, aber ansonsten ja, sind es einfach unterschiedliche Werte und einfach hauptsächlich enthalten. Und deswegen ist es schon so, dass man da sagen muss, die Korrelation, die ist halt temporär da oder auch mal nicht. Ja, wenn große, breit angelegte Orders über den Gesamtmarkt laufen, dann werden beide wahrscheinlich eher in eine Richtung gehen. Aber also ich habe es nie gemacht oder weil die Überschneidungen der Einzelwerte so gering ist, habe ich jetzt nie das gemacht, dass ich auf den einen Wert oder auf den anderen Wert schaue. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch Korrelationstrader, die halt genau diese Korrelationen und den Rückgang zur Korrelation immer handeln, indem sie beide Werte handeln. Also ich kenne einen Trader, der früher in der Deutschen Bank gehandelt hat und der handelt vorwiegend Nasdaq, S&P oder Nasdaq Dow Korrelation. Aber das ist halt ein ganz eigener Part für sich. Aber so kann man das halt auch durchaus dann sehen. Also wer für sie, also was man nicht machen darf, ist zu sagen, nur weil jetzt der Dow steigt, wird der Nasdaq auch wieder steigen. Das muss nicht zwingend richtig sein. Es kann ja auch sein, dass der Nasdaq fällt und nachdem der Dow angestiegen ist, fällt halt der Dow.
Ist ja auch möglich. Ja. Also das als Begründung, um vielleicht in einem schlechten Trade drinne zu bleiben, muss man auch wirklich aufpassen. Ja. Genau. So, da habe ich, denke ich, mal so alle Fragen beantwortet. Also hier wäre es in dem Falle mal besser gewesen, nicht auf die Range zu handeln, sondern den Breakout zu handeln. Ich habe keinen neuen Short-Einstieg jetzt hier erstmal gefunden. Wir sind, ja, wir bauen diesen Anstieg, den wir jetzt heute früh gesehen haben, doch wieder konstant zurück. Die Einzelwerte hier geben da auch so ein bisschen jetzt Gas auf der Unterseite, zumindest Microsoft, dann die Tesla-Aktie hier unten und auch die Nvidia-Aktie, die jetzt gleich am Tagestief rankommen. So ein Tagestief bei so ein paar großen Werten kann dann immer noch mal respektiert werden, aber auch wenn es da drunter geht, dann sieht es eigentlich ganz gut aus, dass ich glaube, dass hier auch der Nasdaq noch mal weiter nach unten fallen könnte. So, jetzt haben wir hier noch mal eine große Order gerade gesehen. Mal gucken, ob die noch mal hält. Vielleicht wird es noch mal ein Trade weggehandelt. Weggehandelt, nicht gefallen. So, ich habe hier nochmal einen Long Trade probiert gerade. Ist mehr aus dem Order Flow heraus. Wie gesagt, eigentlicher Entry wäre unten die 27. Also wichtig wäre, dieses bullische Framing, was jetzt hier gerade für ein, zwei Minuten umgeschaltet hat, zu halten und hier jetzt auch darüber zu laufen. Mal gucken, ob das gelingt. Jetzt würde ich hier aber auch direkt relativ eng das absichern. Also ich will jetzt einfach nicht nochmal die Kerze minus sehen. Wenn sie halt jetzt hier nach oben durchsteigt, dann ja, darf es auch gerne hier hochgehen. Und wohin auch immer. Also Ziel wäre hier so schon Richtung 85 hoch. Mal gucken. Also schön wäre es jetzt, wenn wir hier dieses Hoch da rausnehmen bei der 50, wenn das nicht gelingt, wie gesagt. Und falls wir hier auch das Tagestief von gestern kaufen, wäre es auch schön. Ja gut, jetzt bin ich doch raus. Also relativ volatil das Ganze. Ja, 13 Punkte hinher. Ja, wahrscheinlich müsste man, ich weiß jetzt nicht, vielleicht brauche ich auch noch ein paar mehr Trades, dass man so ein bisschen mit der Vola da dann interagiert, dass man vielleicht dann doch mit zwei, also ich würde vielleicht jetzt dann nochmal mit zwei Kontrakten dann nochmal handeln später und gucken, dass man einen mit 10 rauskriegt, den anderen BE. Am Ende bräuchte es halt, brauchst dann halt oder was man halt erwischen muss, wenn es dann gelingt, ist vielleicht, dass man hier eine Kerze hat und noch eine zweite. Wenn das halt gelingt, dann hat man einen guten Trade. Gelingt das nicht, dann ist das halt ein ziemlicher Krampf halt, ne, weil es halt immer so hin und her geht. Gut. Also der Long wäre jetzt so ein bisschen, dass die Werte, die am Tagestief von gestern dran sind, dort erstmal so ein bisschen einstoppen. Dann hat der Markt ein bisschen Puffer. Einen Short Trade. Bei einem Short Trade würde ich, glaube ich, jetzt hier eher warten, dass der Markt sogar sehr nah an dieses letzte Hoch dran läuft. Also im Future hier zumindest die 17.872. Also im 1-Minuten-Chart, dass wir hier an dieses Hoch dran laufen, vielleicht sogar auch drüber, um dann erst den Short zu gucken. Also, dass der Markt da hier hinläuft und dann den Short. Und ansonsten würde ich hier nochmal gucken, ob man den später nochmal den Long reinkriegt. Gut. Gut. Ja, also ein kleiner Gewinn, ein etwas größerer Verlust, der aber im Sinne der Volatilität und im Rahmen der Schwankungsbreite hier okay ist, weil. Wenn ein Trade anläuft, sollten auch 20 Punkte eigentlich locker drin sein. Gut, da wäre ich dann erstmal soweit durch für heute. Ich hoffe, ihr konntet Sachen ausbildungstechnisch was mitnehmen. Ja, ich bin gespannt, wie der Nasdaq hier läuft. Also ob es im Tageschart jetzt der Tag jetzt hier weiter nach unten geht in Richtung der lokalen Hochs und wir wirklich diese Range dann hier verlassen oder ob der Markt hier nochmal Attacke macht und dann später da auch nochmal versucht, dann höher zu laufen, also aus diesem Range-Tag von gestern nicht wirklich rauskommt, also aus diesem Hickhack hier. Ja, und also aus diesem Gehacke, dass da der Markt dann nicht wirklich rauskommt und vielleicht dann auch nochmal hochzieht.
Aber der darf von mir aus, also ich sage jetzt nicht, ich möchte, dass der Markt jetzt steigt. Der darf halt auch fallen, darf er natürlich auch. Ja. Ja, mal sehen, wie der Tag hier ausgeht. Ja, bis jetzt ist mein Tag hier erstmal im Minus, für die Nasdaq zumindest. Ja, aber ist soweit okay. Also irgendwie $30 verloren. Genau. Gut. Dann an der Stelle bin ich erstmal raus. Bei uns geht hier auch gerade gleich das Unwetter los, wie es aussieht, geht hier gerade die Welt unter. Dann ja, für euch noch gute Trades. Wenn ihr mögt, am Freitagmorgen auf meiner Webseite findet wieder ein Livestream statt, also auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr ja gerne anschauen. Oder falls ich den einen oder anderen Trade hier noch gemacht habe, werde ich das sicherlich dann präsentieren. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wir werden sehen, was rauskommt. Ja, war für mich aber, wie gesagt, soweit okay, das so zu handeln. Im Webinar, ich denke mal, das kann jeder, der live handelt, im Webinar bestätigen. Man ist gehirntechnisch immer etwas langsamer. Ja. Gut, Nelson, dann die letzten Worte für dich, an dich. Hat mir Spaß gemacht. Nächsten Monat bin ich dann ja auch wieder da. Der Nelson hat bestimmt das Date für euch, wann das stattfindet. 15. Am 15.5. dann ist es schon ja. Wow. Yes. Die Zeit vergeht wieder. Ja, dann also euch gute Trades, wenn ihr gerne mögt und sagt bei der Kontoeröffnung, ich habe mich angemeldet über oder wegen Heiko Behrendt, dann habt ihr wie gesagt die Chance auch an einem kostenfreien Coaching oder Ersttelefonat daran teilzunehmen. Da kriegt ihr dann auch Infos, wenn ihr das Konto eröffnet von Admirates und dann habt ihr auch die Möglichkeit mit mir nochmal in Diskurs zu gehen und dann auch gerne im 1:1-Gespräch dann. Kann ich euch vielleicht auch nochmal helfen bei entsprechenden Problemen, die ihr habt oder die bewältigt werden müssen, um im Trading halt nach vorne zu kommen. So, jetzt aber letzten Worte für dich, Nelson. Kein Problem. Vielleicht noch FX Flat wäre da der richtige Broker, aber ich weiß, dass du ja jahrelang ein Webinar für einen anderen Broker gemacht hast und dementsprechend hier der kleine Versprecher gerade. Oh, habe ich das Kein gesagt, Problem. ja? Ja, alles gut, alles gut. Ja, Weil ich dann hat bedanke man hier mich. unterbewusst, man redet. Ja. Ja, gut, aber wer dich kennt, weiß ja, wo du überall unterwegs bist und wie lange du das schon machst. Also alles Ja. gut. Und vielen Dank natürlich für das Webinar heute. Hat auch Spaß gemacht oder hat mir auch Spaß gemacht. 15. geht es natürlich weiter. Ansonsten dein Livestreams, dein YouTube sehr zu empfehlen. Vielen Dank an alle, die da waren. Gute Trades noch. Passt auf eure Position auf und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss.